Stați stoici, primește o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu pentru cariera excepțională de muzician și pentru proiectele celebre Cei 12 celiști ai Filarmonicii din Berlin și Salonul Filarmonicii din Berlin. Copil minune din inima Carpaților, strănepod al celui mai celebru episcop al sașilor transilvăneni, a fost angajat de însuși Herbert von Karajan la Berliner Philharmoniker, unde a activat aproape 4 decenii ca solo violoncelist. A fost cofondator al ansamblului celor 12 violoncelisti ai Filarmonicii de la Berlin, Berliner Philharmoniker. A venit la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2022 cu o seară muzical-literară dedicată celui mai celebru copil minune al întregii lumi, și anume Wolfgang Amadeus Mozart. Spectacolul se numește Mozart de Madame Pompadour și este un fel de salon filarmonic al Berliner Philharmoniker, salon filarmonic care a fost înființat tot de dumnealui. Îl salut în ambianța barocă a casei căsătoriilor, a primăriei din Sibiu, oraș al cărui cetățean de onoare este de curând pe violoncelistul cât Deutsch. Einen recht schönen guten Tag und herzlich willkommen hier in Hermannstadt. Eigentlich in Ihrer Stadt, in Ihrer Geburtsstadt, als Nachkomme der berühmtesten Familie des Siebenbürger Sachsen. Wenn man sich so umschaut in Hermannstadt, Ihr Urgroßvater blickt einem so weise entgegen vom Sockel vor der evangelischen Stadtpfarrkirche, das Kultur- und Begegnungszentrum. Der Großonkel. Genau, ja. Trägt den Namen Ihres Großonkels, ja. Friedrich Deutsch. Ja. Ist das nicht eine Last, die auf einem lastet, so von Kind auf? Oh ja, immense Last. Denn wenn ich als Kind irgendeinen Quatsch gemacht habe, ob ich beim Nachbarn Pflaumen geklaut habe aus dem Garten oder irgendwie unkonzentriert in der Kirche saß, da gab es immer Schelte, du als der Urenkel von dem großen Georg Daniel Deutsch. Das ist eine immense Last. Und immer dieses mit der Leistung verbunden. Ich musste immer Leistung zeigen und da war vielleicht die Musik auch eine Rettung für mich, weil da konnten sich die Eltern überhaupt nicht einmischen. Und ich habe das eigentlich aus eigener Initiative gemacht, vielleicht auch um diesem ewigen Leistungsdruck wegzukommen. Und eine Geschichte muss ich Ihnen erzählen, was den Bischofs angeht. Wir sind ja sehr streng erzogen worden, sehr streng. Und es gab ohne irgendeine große Sache, es gab Haue, also wir wurden geschlagen, wie alle meiner Generationen. Und ich hatte, glaube ich, am Motorrad meines Vaters rumgespielt, was die Jungs so tun. Es war so wunderbar, der Vergaser, wenn man es so drückt, dann kam das Benzin unten raus, das war schön. Alles toll. Ja, ja. Und das hat der Vater gemerkt und ich habe es natürlich geleugnet. Und habe, nein, ich war es nicht. Und dann sagte er, jetzt geh du bitte in das Zimmer da oben und ich komme später zu dir. Oh. Wusste ich, da gibt es Haue. Und in dem Zimmer hing immer das Bild vom Bischof. Und dann saß ich jetzt da so allein und ein bisschen ängstlich auch, was kommt auf mich zu. Da guckte ich mir den Mann mal richtig an und merkte, dass eigentlich hinter dieser strengen Fassade ein kleines Lächeln ist. Also da dachte ich, also so böse kann der ja wirklich nicht gewesen sein. Und habe mich dann mit ihm irgendwo in der Seele angefreundet. Und da war er plötzlich mein Trost oder er ist mir beigestanden, obwohl ich ihn ja nie gesehen habe. Und das hat sich über die Jahre hingezogen. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn ich irgendwo stand, soll ich nach rechts oder soll ich nach links gehen, dann stehe ich vor dem Bild und frage ihn Bescheid.
Und jetzt ist in Salzburg habe ich auch ihn und den Friedrich Deutsch da hängen. Und die geben mir den Rat. Und ich habe es irgendwie, vielleicht ist es Spinnerei oder nicht, aber ich habe dann das Gefühl, er sagt mir, was ich machen soll. Also die sind, es war sehr ambivalent, aber jetzt ist er mein guter Freund und eigentlich mein Beschützer. Und das ist eigentlich sehr schön so, ja, ja, so einen Beschützer, ja, zu haben. Ja, ja. Wie kam man Sie zu Ihrem ersten Cello? Ich denke, damals waren Sie schon gar nicht mehr mit Ihrer Familie in Heimatstadt, Sie waren schon in Rex. Nein, also ich bin zum Cello gekommen durch einen Zufall. Mein Vater war Arzt und hatte eine wunderbare Eigenschaft, er hatte viele wunderbare, aber eine ganz besonders, wenn Patienten nicht zahlen konnten, weil sie zu arm waren, hat er ihnen immer gesagt, so fisse na tos tut. Es war, er wollte kein Geld haben. Meine Mutter musste das Geld dann hintenrum eintreiben. Und einmal hat er für einen Patienten, der nicht zahlen konnte, eine Ruine von Cello bekommen. Und dieses Cello war dann bei uns. Und dann bin ich mit diesem Cello zu dem Apotheker in Reps, den Medeiros, der konnte sehr gut Klavier spielen und war immer für mich so eine Person, die ich restlos beneidet habe, weil in dem Moment, wenn in der Apotheke niemand war, ging er nach hinten und spielte Klavier. Und er war auch mein Klavierlehrer damals. Und da bin ich zu ihm hin und habe meine erste Cellostunde von ihm gekriegt, ohne dass er Cello spielen konnte. Es gab damals von Friedrich August Kummer eine Cello-Schule für Selbstunterricht. Und diese hatte er, von wo er die aufgetrieben hat, weiß ich nicht, aber er hatte sie und hat mich nach der Schule unterrichtet. Und nach ein paar Wochen konnte ich natürlich mehr, wesentlich mehr, und das war mein Glück. Denn er hatte keine Methode, er hatte keine klare Vorstellungen von Haltung. Es musste alles so sein wie ein Kind, welches bewegungstechnisch ja relativ begabt ist, wie eigentlich jedes Kind. Und ich habe Cello spielen ganz natürlich von mir gelernt, also aus mir heraus, und habe dann immer weiter gespielt. Der Apotheker hat mit mir dann Duos gespielt, er am Klavier, ich am Cello, und ich bin so reingewachsen, ohne irgendeine Quelle von außen. Und das war eigentlich meine Rettung. Sie kamen aber dann nach Schäßburg zur Schule und haben dann weiter Cello gespielt? Ja, wie ein Verrückter. Die Schäßburger Schule, so großartig die war und auch belastet von meinem Urgroßvater, es hat mir in Schäßburg eigentlich nur der Deutschunterricht vom Machat gefallen. Das war für mich großartig. Und die Musikstunden vom Irtl, vom Ernst Irtl. Ernst Irtl, ja. Und nach 2 Jahren kommt der Irtl zu mir und sagt, du musst weg von hier. Du hast hier nichts verloren, du musst in eine richtige Musikschule gehen. Und dann war es nach Klausenburg oder nach Bukarest. Und dann war der Willy Berger, das war dieser große siebenbürgische Komponist, der in Bukarest lebte. Sie haben meine Eltern entschlossen, mich nach Bukarest zu schicken. Und dann so bin ich nach Bukarest in die Musikschule geraten. Und da kam man sehen und haben vorgespielt und dann war das ein Wow. Ja, die haben gesagt, ja, die haben zunächst mal alle Lehrer zusammengerufen aus der Schule nach meinem Vorspiel. Und ich musste das Ganze nochmal spielen. Und sie sagen, guck mal, der kommt von hinter den Bergen, kommt da und spielt alle in den Sack. Und ich hatte wirklich durch dieses ganz natürliche Cellospiel überhaupt keine inneren Hemmungen. Es war alles wie Spielzeug. Ich bin rumgekrabbelt auf dem Ding das war ganz leicht alles. Also Sie sind ja dann ausgewandert mit der Familie 68. Und kamen dann ja nach Berlin und, ja, und eigentlich dann, direkt zum Berliner Philharmoniker. Ja, ich war kurz Solocellist der Deutschen Oper, aber nur nicht einmal ein halbes Jahr. Und dann wurde die Stelle in der Philharmonie frei und dann bin ich natürlich sofort dahin gegangen und habe dort gespielt. Und die haben mich mit Hallo empfangen und es war eigentlich ein, wenn man so die Regularien der Berliner Philharmoniker kennt, da wählt das gesamte Orchester, nicht eine Gruppe oder nicht eine Instrumentalgruppe, das gesamte Orchester wählt dich aus.
Und die haben einen so guten Riecher, diese Gemeinschaft, dass sie immer den oder die aussuchen, die zu ihnen passt. Und so habe ich mich da wunderbar gefühlt. Und das war eigentlich ein Traum. Es war ein Traum zu spielen mit Karajan. Nein, nicht nur mit ihm, ja, sicher. Aber mit den ganzen Musikern. Mit den Kollegen zusammen. Das war, wissen Sie, wenn Sie mit einer Gruppe Menschen zusammen zu arbeiten und Sie ziehen vor jedem den Hut, da ist keiner, wo Sie sagen, naja, der ist so ein bisschen halb. Das gibt's nicht. Und das ist das Wunderbare. Und da dieses, wie in Preußen, jetzt sage ich wirklich in Norddeutschland, alles genau sein muss, wie es gekonnt sein muss. Das ist in diesem Orchester auf die höchste Spitze getrieben. Perfektionismus auch pur. Aber pur. Und wenn es dann mal nicht so ist, dann müssen Sie sehen, wie sauer die Kollegen auf sich selber sind. Und dann kamen Sie, ja, Sie sind dann Mitbegründer gewesen, diese 12 Violoncellisten. Eigentlich einer der größten Kammerorchester auf diese Art, also 12 Cellospieler zusammen. Sie haben ja in diesem Januar haben Sie 50-jähriges Jubiläum gefeiert und es wurden ja dort viele Anekdoten erzählt. Es war ganz schön lustig, so 12 Manneken, wenn die durch die Welt reisen und dann noch 12 Sortieren bei sich haben. Also das sah dann immer am Flughafen sehr lustig aus. Sie haben sich durch die ganze Welt durchgespielt. Wir haben uns durchgespielt, durch alle Königshäuser und durch alle. Wir waren dann mehr von oder weniger. Tokio bis Amerika. Ja, sicher. Wir waren dann das Repräsentationsensemble in Bonn, sind immer nach Bonn geflogen worden, immer mit dem Sonderflugzeug, das war immer lustig. Und haben dann gespielt und immer in diesem wunderbaren Treppenhaus in Bonn, in der Residenz. Ja, das war ganz toll, jedes Mal. Und ob da Nixon war oder der eine oder der andere, das war uns eigentlich egal. Und dann haben Sie aber auch gespielt, von klassischer Musik bis hin zu Yesterday. Ja, sicher. Dann haben wir gemerkt, dass immer diese Beatles-Sachen am meisten Erfolg haben. Und dann nahmen die immer größeren Umfang im Repertoire. Und aber die zündende Idee am Anfang, wir haben alle Komponisten gebeten, schreibt so schwer ihr könnt, so kompliziert ihr könnt und gebt jedem von den 12 eine Solostelle, eine Zwickelstelle, wo er unersetzbar ist. Und damit auch die Atmosphäre in der Gruppe ja so bleibt, dass es nicht die Ersten gibt und dann den Letzten gibt, dass sondern dass alle ungefähr gleich sind. Auf demselben Niveau sind. Ja, genau. Und das hat die Gruppe bis heute zusammengeschweißt. Sie haben ja dann aber auch wirklich diesen philharmonischen Salon, mit dem Sie jetzt praktisch auch hergekommen sind, nach Hermannstadt zum Internationalen Theaterfest, so praktisch ins Leben gerufen. Warum hatten Sie die Not empfunden, so etwas zu tun? Ich habe sehr viel Kammermusik gespielt und habe diesen ganzen Musikbetrieb auch von der ein bisschen Schattenseite beobachtet. Und dann kam meine liebe Frau Cordelia, die ja wunderbar Klavier spielt, und ich sagte ihr, ich mache etwas, wo wir beide auch involviert sind. Und sie ist seit 22 Jahren jetzt die Pianistin dieses Zykluses. Und ich glaube, ein Konzert hat sie nicht spielen können, weil sie in Japan war. Aber sonst hat sie alles gespielt. Ja, dann, ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch. Das auch in Schäßburg gelernt, dass du das, was du dir selber erliest, ist das einzig wirklich.
Sie haben über Karajan gesprochen, über Ihre Beziehung zu Karajan. Wie haben Sie ihn empfunden? Er gilt eigentlich als der Perfektionist schlechthin. Er muss immer alles 3-4 Mal proben. Ja, sicher. Er hat gearbeitet wie ein Mann, der alles polieren muss bis aufs allerkleinste. Stäubchen darf nicht da vorkommen. Das war seine große, große Manie fast. Und deshalb hat das Orchester auch bei ihm so wunderschön geklungen, wie eigentlich kaum ein anderes Orchester. Aber alles war hart erarbeitet. Er war, so jetzt gemein gesagt, er hatte so seinen Porsche, das waren wir, und dieser Porsche musste so gepudert und so gewienert sein, dass kein Stäubchen da war. Und so haben wir dann gespielt. Und es war eine wunderbare Art zu musizieren, weil er hat immer gesagt, ihr müsst so spielen, dass ihr mich nicht braucht als Dirigenten. Und hat so gearbeitet, dass es wie eine Riesenkammermusik wurde. Und er hat uns eigentlich extrem gelehrt, nicht auf den Dirigenten zu schauen oder so wenig wie möglich, sondern zu hören, was die anderen tun. Und hat immer, jetzt nehme ich so ein banales Beispiel, er arbeitet mit den ersten Geigen. Und meine erste Probe, die ich gemacht habe, war aus der Götterdämmerung von Wagner. Und dieser sagt zum Beispiel den ersten Geigen, das muss so klingen, wie wenn ihr auf einer glühenden Rasierklinge oben steht. Er hat nicht gesagt, was sie technisch machen sollen. Er hat immer mit Bildern gearbeitet. Bildern. Er wusste, er hat die tollsten Professionisten, die wissen, was sie handwerklich machen sollen. Aber er hat immer mit diesen Bildern gearbeitet. Und hat dann, wenn ja sagen wir, die ersten Geigen so waren, dass er zufrieden war, hat er gesagt, so, jetzt kommt die Flöte dazu. Und jetzt hört mal, was der tut. Dann kommt die Flöte dazu, ohne dass er einen Takt geschlagen hat. Er saß da und hörte das zu. So, und jetzt kommt das zweite Horn. Also das ging immer so. Ja, immer, Regisseur mehr. Ja, genau. Ja, er hat immer gesagt, Takt schlagen kann jeder Metronom. Das braucht ihr auch nicht. Und er hat wehe, wenn du irgendwie dich an ihn hängen wolltest, um den Takt zu erahnen. Das gab es nicht. Und alle haben gesagt, wie könnt ihr mit diesem Dirigat spielen? Der rudert was in der Luft rum, aber das war auch bewusst. Er wollte dieses Hören immer kultivieren. Er hat gesagt, ihr müsst hören. Und es ist wirklich so, du kannst mit dem Hintern, der ganz weit hinter dir sitzt, Kontakt aufnehmen, nur durch ein imaginäres Hören von dem, was er spielt. Eigentlich hat er sehr viel gelernt, die ganzen Musiker. Das war unglaublich. Und das sitzt im Orchester bis heute so. Aber wenn Sie jetzt so zurückblicken sollten auf Ihre ganze Karriere, ja auch 40 Jahre lang fast bei den Berliner Philharmoniker und sonst, doch jetzt spielen Sie ja noch Cello, trotz einem Unfall, den Sie vor 5 Jahren hatten und seit dann nicht mehr so viel spielen können. Das geht nicht mehr. Aber so, was hat Sie immer wieder motiviert, weiterzumachen? Wissen Sie, das Orchesterspielen ist eine gefährliche Angelegenheit, gerade als Streicher. Wenn du nicht übst, und meiner Meinung nach jeden Tag übst, bist du ganz schnell weg. Du kannst mit etwas Routine in so einer Gruppe dich reinschummeln und hast auch das subjektive Gefühl, dass du es schaffst. Du hörst dich ja nicht. Wenn du dich hörst, dann bist du falsch. Du musst also so spielen, dass du dich nicht hörst und musst trotzdem aktiv mit den anderen mitspielen. Das ist eine sehr verzwickte Geschichte. Und das habe ich relativ schnell gemerkt und habe wirklich jeden Tag geübt. Und du korrigierst dich ja in der Gruppe, hörst du dich ja nicht. Und da gehen ganz schnell die Synapsen, verwischen sich. Die Gefühle für die Distanzen werden verwischt. Und wenn du das nicht jeden Tag machst. Und wenn also Arbeit ist das Erste. Arbeit. Talent. Ja, wenn wir, ach,
Talent. Wenn wir auf Reisen waren, waren wir meistens in den gleichen Hotels. Die waren von einem Augenblick zum anderen wie ein Konservatorium. In jedem Zimmer wurde geübt. Das ist so in dem Blut dieses Orchesters drin. Es ist, aber es war auch in Ihrem Blut eigentlich, dieses Orchester? Eigentlich, ja. War das das richtige Instrument? Ja, ja, sicher. Also für mich war es die Rettung meines Lebens irgendwie. Sunt extrem de emoționat. Vedeți în fața dumneavoastră un sibian până în mijlocul oaselor și un sas, care jumătate e sas, jumătate e român. Eu am crescut în lumea aceasta, care e cea mai bogată lume pe care puteam să-mi închipui. La Rupea, unde tata era doctor, la noi veneau sași, români, unguri, țigani, evrei, toți în locuința noastră și din cauza că aveam două camere numai, o cameră era sala de așteptare și camera copiilor și bucătăria, cealaltă cameră era dormitorul părinților și cabinetul tatălui. Și lumea pe care am cunoscut-o acolo m-a pecetuit toată viața. Acest cas nu m-a lăsat niciun moment. Eu sunt sibian, tot ce am făcut datorită unei tradiții pe care tot timpul am încercat să împlin cu viață. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc toate bune!